Hallo, Ratchet. Hey, Kumpel. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Fantastisch. Ja, ich werde nur noch ein Weilchen herumliegen, okay? Das mit deinem Vater tut mir leid, Clank. Ich hätte Nefarius aufhalten müssen. Ist schon gut. Nefarius wird für seine Taten bezahlen. Jetzt zählt nur noch eins. Wir müssen die Uhr beschützen. Keine Sorge. Sobald die Vergangenheit korrigiert ist, werden wir die volle Unterstützung der Lombax-Prätorianergarde haben. Die Uhr wird in guten Händen sein. Sie verstehen nicht. Die Zeit kann nicht verändert werden. Der falsche Gebrauch der Uhr kann das Gewebe der Existenz zerreißen. Oder das gesamte Volk der Lombaxe retten, die alle ihr Leben für die Verteidigung der Galaxie riskiert haben. Ratchet, denk an den Dimensionator. Manche Risiken sind es einfach nicht wert. Tja, vielleicht hat Clank recht. Wenn die Chance besteht, dass das Universum zerstört wird, ist das zu riskant. Riskant? Risiko macht uns zu dem, was wir sind. Ratchet, ohne uns ist unsere Art verloren. Denk doch, wie viele die Uhr retten kann. Denk doch mal an deine Eltern. Tut mir leid. Wir müssen Nefarius aufhalten, bevor er unseren Fehler wiederholt. Also, kommen Sie, General? General? Hey, da bist du ja! Willkommen zurück, Kleiner! Bin ich froh, dass du hier bist. Der Typ da drüben war ein schrecklicher Helfer. Manche Leute nehmen unseren Beruf einfach nicht ernst. Hey, ich sehe jedenfalls nicht tatenlos zu, wie alle in den sicheren Tod marschieren. Tatenlos zusehen und dieses Baby hier einfach vergeuden? Eine dieser coolen Rauchbomben, wie Spione sie benutzen. Du weißt schon, um schnell und elegant zu entkommen.